So, jetzt sind wir angekommen in Miami. So 10 Stunden Flug, der schlaucht natürlich ganz schön. Das ist natürlich was anderes wie nach Spanien oder Madrid oder sowas, diese 2 Stunden. Ja, und jetzt, wo ich dann doch schon mal das eine oder andere Portionchen größer essen dürfte, ist natürlich so ein kleines Portionchen im Flugzeug ganz schön happig, ganz schön klein. Und ja, jetzt habe ich natürlich einen Bärenhunger und freue mich natürlich auf mein erstes amerikanisches Essen, was ich hier mal verzehren kann. Ja, hier in den USA sind ja die Läden, die Supermärkte sind ja rund um die Uhr auf. Und da ich ein Apartment gebucht bekommen habe, da ich noch ein bisschen Diät mache und damit ich mein eigenes Essen kochen kann und so weiter, geht es erstmal zum nächtigen Einkauf ins Walmart. Bis gleich. Ja, ihr habt schon die erste Errungenschaft, die ich mir in Deutschland vorgestellt habe. Das ist ein Watergillen, sage ich jetzt mal. Ja, der Inhalt, den kann ich von mir aus an den Fluss kippen. Aber bei meinen Wässern muss man ja viel trinken, gerade während dem Training. Oder ich trinke immer so bis zu 13 Liter am Tag bei meinen Wässern. Da ist natürlich so eine handliche Watergillen optimal bei meinen Wässern. In Deutschland bekommt man sowas. Nur so ganz dünnes Plastik, was beim Trinken total zerknüllt. Das hier ist natürlich absolut geil. Das ist schon meine erste Errungenschaft. Mit der Abteilung muss ich mich leider heute noch mal anfreunden. In der Gemüseabteilung, da muss ich mir so einen kleinen Fresh-Salat mitnehmen für heute Abend und so ein bisschen Budenaufschnitt. Aber ab morgen, wenn das Shooting rum ist und so weiter, ist nicht mehr mit Salat und Gemüse. Bei den Amis darf natürlich in so einer ganz gesunden Gemüseabteilung nicht fehlen. Das ist zwar das Chocolate-Dip und das Karamell-Dip, sonst ist ja das Gemüse und das Obst zu gesund. Ich werde wahnsinnig. Eine ganze Reihe mit Ice Cream. Peanut Butter ist das erste, was ich mir nach der Diät gönnen werde. Ich weiß gar nicht, welche ich nehmen soll. Natürlich typisch Amis hier, ein ganzes Regal, alles voller Brot und Gebäck und was weiß, oder beziehungsweise Brot, aber kein richtiges deutsches Bauernbrot mit einer Kruste dran, die richtig schön knusprig ist. Alles nur so Matsche. Hier Eis in XXL-Tüten beziehungsweise in Säcken. Natürlich optimal, wenn man laden muss, dann wie süß so einen ganzen Sack Reis. Dann ist man prall genug zur Meisterschaft. Barbecue-Soße für meine Steaks, die ich Silvester vernaschen werde. Hier Instantpulver zum Süßen vom Wasser. Ist auch gut in der Diät, wenn man viel trinken soll, damit man nicht nur das alte sudelige Wasser trinken muss ständig. Und Cola Light ist ja auch doof. Da haben wir so Instantpulver. Je nach wie süß man es haben will, kann man das Wasser machen. Und da geht der Dank an die Reggiane da Silva oder die Reggiane Bottop, die hat mir das nämlich empfohlen. Cool dabei, keine Kalorien. Jetzt bin ich auf der Weg, auf der Suche nach amerikanischer Kuhmilch. Oh yes, hier ist meine Kuhmilch. Eine Gallone Milch reicht für ein Frühstück. Ein Glas Milch mit Nesquik und ein Whey Protein. For the train. Naja, gehe ich noch ins Training. Hier habe ich noch ein kleines Powerade. Gibt es in Deutschland gerade so große Powerades? Ja, meine Diät esse ich ja mal rein.
Reiswaffeln, ne? Aber hier gibt's, da gibt's, die sind lange nicht so lecker wie die hier. Gibt's nicht mit Geschmack. Karamellreiswaffeln. Da mache ich doch länger noch ein bisschen Diät hier, wenn ich die dann essen dürfte. Dann würde ich mir gerne noch was kaufen, aber solche Muffins und so, das esse ich dann lieber, wenn ich dann die Off-Season angefangen habe, frisch im Cake House oder Dunkin' Donuts oder irgendwie sowas. Von daher kann ja mein Koffer jetzt vollrammeln für zu Hause. Angekommen in meinem Apartment in Miami Beach. Sind hier direkt in der Washington Avenue, also wo sich ziemlich viel abspielt. Ein Block weiter ist direkt der Strand. Jetzt haben wir ungefähr 11 Uhr, halb 12 und haben immer noch 20, 25 Grad. Ja, wollen wir mal gucken, wie mein Apartment aussieht. Ja, so ein bisschen habe ich mich schon grob eingerichtet in meinem kleinen Apartment. Aber das ist halt ganz praktisch für so einen Athleten, wenn du hier in so einem Apartment bist, wo du eine kleine Küche hast da hinten und so weiter. Da kann man sich einfach mit der Diät und so noch ein bisschen weiterhelfen. Nur mal gucken, was wir in meiner Küche so finden. Ja, wir haben natürlich erstmal das Wichtigste, Kaffee. Ne? Da habe ich erstmal ein paar Stück von getrunken, damit ich meinen kleinen Jetlag gut überstehe. Und ich habe ihn gut überstanden. Ja, da bin ich sofort in den Supermarkt gerannt, wo wir eben schon gefilmt haben. Da habe ich mir natürlich ein paar Haferflocken gekauft, ein paar Reiswaffeln, ein bisschen Hühnchenaufschnitt habe ich mir gekauft. Ein bisschen Cola Light, dass ich erstmal die 2-3 Tage bis zum Shooting überbrücken kann. Und wie gesagt, danach habe ich ja meine Off-Season schon groß angekündigt. Also nach meinem Fotoshooting und so weiter und so fort werde ich hier in Amerika meine Off-Season einleiten. Und das ist natürlich der beste Ort dafür. Gerade hier in der Washington Avenue ist ein Dunkin' Donuts und Pancake-Haus nach dem anderen. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Ja, bis jetzt habe ich Miami nur bei Nacht gesehen. Ich bin angekommen, da war es relativ dunkel und beziehungsweise war es schon Nacht. Ich habe zwar die beleuchteten Palmen gesehen mit den Lichterketten, was bei uns die Weihnachtsbäume darstellen sollten. Da habe ich mich schon das erste Mal totgelacht. Und ja, jetzt bin ich einfach mal ganz gespannt, wie Miami bei Tag aussieht.